Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 4. Wir spielen heute Conquest Large und das Ganze auf Sabot, aber die Tag-Version natürlich. Na, was heißt natürlich? Aber wir spielen sie. Ne? Mittlerweile habe ich eigentlich auch gar nicht mehr unbedingt was gegen die Nacht-Version. Aber die wird auch recht selten genommen, insofern. So ab und zu mal ganz ehrlich, jetzt revanchiert er sich, das war so klar. Ab und zu wird sie natürlich genommen und dann ist gut, jetzt drücken wir ihn raus. Na, lassen wir es mal. Übertreiben wir es mal nicht. Hätte ihn jetzt ganz rausschieben können, also dann hätte er nicht mal die Punkte am Ende wahrscheinlich dafür gekriegt. Aber so gemein sind wir dann auch wieder nicht. Aber ein bisschen Angst wollten wir ihn eben über Tischoli machen. Ja. Na gut, okay, genug der Trollerei. Machen wir ab jetzt, würde ich sagen, mal ernst. Und ernst bedeutet in diesem Fall, ihr seht es, ich habe... kriegen wir den Heli vielleicht? Nee, ein bisschen tiefer. Ah, schade. Na gut, lassen wir es. Ernst bedeutet natürlich in dem Fall zum Beispiel, dass ich endlich mal die Wärmesicht umgestellt habe. Das heißt, jetzt gibt es nicht mehr grün und weiß, sondern grau und weiß. Oder so ein grau-schwarz. Naja, wenn das mir... Naja, schade, schade. Ich wollte ein Stückchen weiter zurück machen, damit wir vielleicht noch kriegen, aber nee, 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 nee. Und ich will mich dafür damit eigentlich gar nicht so lange aufhalten. Da ist einer, da ist einer. Stattdessen, Alter, eher mit sowas. Zack, da haben wir ihn, da haben wir ihn. Oh, da hat er gut kassiert. Naja, soll er mal da weitermachen? Ich fahre lieber mal vorne rum. Die kommen in der Regel ja alle immer schön von der Position... Ach, schade. Aus und greifen ja nun mal an, weil sie nun mal dahin ihre Homebase haben. Das wollte ich sagen. Oh Gott, da ist ein Panzer. Oh Gott, wir müssen an ihm vorbeifahren. Wir müssen an ihm vorbeifahren. Oh, der hat aber schon gut kassiert. Den können wir vielleicht... Ja. Den haben wir. Immerhin. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Denn die Panzer sind hier sehr mächtig, auch auf der Map, ne, insgesamt so ein bisschen, weil sie relativ knapp ist. Das heißt, wenn hier eigentlich eine Seite mit dem Fahrzeug ein bisschen dominiert, haben die in der Regel auch schon nahezu gewonnen. Es gibt kaum Punkte, die man wirklich ohne Fahrzeuge gut verteidigen kann. Das sind eigentlich nur die beiden wirklich in der Mitte, weil die nämlich untergrundmäßig am Start sind. Naja, aber ansonsten will ich diese Folge eigentlich mal auch wieder nutzen, um ein, zwei Waffen nochmal auszutesten. Ihr seht schon oben, wir starten mit der G36C und der CZ-75. Die G36 ist eigentlich von den ganzen Sachen, die jetzt in letzter Zeit noch so in Sachen Karabiner dazugekommen sind oder die ich mal getestet habe, eigentlich gefällt mir die sehr. Und deswegen testen wir sie einfach mal ein bisschen weiter auf. Wir gehen mal lieber hinten rum ran. Ich glaube, die sitzen ja nämlich oben immer auf diesen komischen scheiß Vordächern und da machen die immer Spekulokris. Oh, ich... Der ist da noch, der ist da noch. Jetzt heißt es draufhalten. Genau. Hat er nämlich die Chance. Entweder er kommt raus und stirbt durch Kugeln oder durch die Nade. Ja. Okay, aber wir haben den Punkt dafür auch. Aber den hatten wir, glaube ich, vorher auch schon. Das ging ja eher ums Verteidigen. Na gut, dann gehen wir mal nach drüben. Oh, da wird schon gekämpft. Oh, da wird gekämpft. Die ist eigentlich ganz cool. Einen Nachteil hat sie. Sie schießt mir zu langsam für eine Waffe des Kalibers und weiter mit allem drum und dran. Also da gibt es ja dann, da ist die M-Tar gefühlt genauso stark, genauso kontrollierbar, aber schießt schneller. Das heißt, ich kill die Leute in der Regel schneller. Jedenfalls gefühlt. Aber wir wollen auch nicht so früh rum, denn ich habe ja noch gar nicht den Stuff, den ich eigentlich unbedingt für die haben will. Ich hab zum Beispiel noch nicht mein Cobra-Visier und sowas alles. Da merkt ihr schon, oh, da geht es noch ein bisschen besser. Oh, kacke, kacke, kacke. Da haben wir ihm sogar noch einen Header gegeben, aber nein. Ja, Killhilfe 51. Ah, was soll's. Aber halt, wie gesagt, ich habe es ja schon jetzt vor ein, zwei Folgen angekündigt, dass ich jetzt im Endeffekt auch mal wieder so ein paar Sachen austesten werde. Yay, wir kriegen Panzer, wir kriegen Panzer. Aber halt mal schauen, also das ist jetzt alles auch nicht wirklich irgendwas Festes, sondern ich will eigentlich nur so die letzte Zeit, die Battlefield ja im Endeffekt noch hat. Und sind wir mal ehrlich, obwohl ich habe letztens gelesen, es soll erst Ende diesen Jahres, soll erst Battlefield 5 rauskommen. Das heißt, dann begleitet uns das noch ein bisschen. Aber ich dachte mir, Mensch, nach so einer langen Zeit fängst du mal an, vielleicht noch ein bisschen in die Breite zu gehen. Das heißt, ich werde durchaus auch mal versuchen, die ein oder anderen Fahrzeuge zu spielen, die ich normalerweise nicht spiele. Mal gucken, ob wir hier schon dazu kommen. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt, was ich vielleicht noch nicht Doch, die Artillerie, obwohl ich die eigentlich nicht so wirklich mag. Also, wenn wir ehrlich sind, die ist... Es ist nicht so, dass ich die, so wie ein Helikopter, die eigentlich super geil sind, aber wo ich immer sage, naja, ich beherrsche die eigentlich nicht so gut, dass ich die, lasse ich die lieber anderen Leuten, so nach dem Motto. Aber die finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen lame, weil man sitzt eigentlich dann gefühlt irgendwie, Gott, vorne, oh, da ist doch ein Panzer, hey, hey, und wir haben sogar einen gekillt. Das ist doch kein Panzer gewesen, oder? Ich glaube, das ist ein Jeep, ja, es ist ein Jeep. Naja,
Aber ihr versteht ungefähr schon, was ich meine. Also ich versuche da so ein bisschen jetzt mal, keine Ahnung, mal was zu testen. Oh, den haben wir getroffen. Oh, das ist ein Anti-Air. Dich kriegen wir. Zack. Und wir haben sogar ihn getroffen. Er hat damit die Anti-Air geschützt, aber er ist tot. Das reicht uns. Wir gucken mal ein bisschen auf den Platz ruf. Oh, nee, da sitzt keiner. Sah ein bisschen so aus, aber scheint nicht irgendwas. Oh Gott, jetzt haben wir Probleme. Wir haben schon gut kassiert. Das dürfte bald zu Ende sein. Ach. Da wurden wir so gesnallt. Den haben wir schon gar nicht mehr gesehen. Oh, jetzt klaut er auch noch den Panzer. Das ist die Höchststrafe, die Höchststrafe. Jetzt müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass der Panzer drauf geht. Ansonsten kann ich mit der Schuld hier nicht leben. Nehmen wir mal den M-Rap. Nehmen wir erstmal den Punkt hier hinten wieder ein. Savot kommt irgendwie relativ häufig in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht wieso. Also viele scheinen die wirklich zu mögen. Ich meine, ich kann es von... Ich kann es verstehen aus dem Grund heraus, dass sie von der Abmischung her zwischen Fahrzeugen und Infanterie wirklich sehr gut gemacht ist. Aber sie ist mir insgesamt dann doch zu langweilig, jedenfalls, ja, wenn es darum geht, halt die so häufig zu spielen. Weil die ist jetzt so häufig gekommen und dann auch nochmal die Nachtversion, dann kam die nochmal häufiger und so. Ich dachte irgendwann so, ja, Zaubert ist eine schöne Map, aber die ist nicht so phänomenal, dass es sie am Stück spielen kann. Komm, die springen wir die Wand weg, die kriegen wir noch, oder? Die kriegen wir noch. Wo ist der? Der ist abgehauen, oder? Da, hockt er dahinter? Springen wir auf. Nee, ist er auch nicht. Okay, okay, okay. Bleiben wir mal schön in Bewegung. Oh, da war einer, da war einer, da war einer, da war einer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, jetzt ist er nicht mehr da. Nicht. Nein, okay. Naja, halt so. Ansonsten, es gibt, glaube ich, aber auch gar keine einzige Map, die mir jetzt einfällt. Hallöchen, wer bist du denn da hinten? Die ich wirklich relativ häufig am Stück, oh Gott, spielen könnte. Sogar fast, würde ich sagen, Siege of Shanghai, obwohl die eigentlich auch nicht mein Lieblingsmap ist. Aber die bietet relativ coole unterschiedliche Flaggenpunkte. Weshalb man die, sage ich mal, durchaus auch nochmal variabler spielen kann. Wohl wahrscheinlich, wenn man es jetzt rein aufs Fahrzeug-Gameplay bezieht, wahrscheinlich auch nicht die geilste Map ist. Aber das bin ich halt nun mal nicht. Ich bin ja eher ein sekundärer Fahrer, wenn man dazu möchte. Oh, oh, da treffen wir doch schön noch rein. Ich will den anderen auch noch. Ich weiß nicht, einen haben wir. Nehmen wir mal den Punkt einfach mit ein. Oh, hier habe ich übrigens, merke ich gerade, vergessen, die andere Sicht zu nehmen, sondern hier ist immer noch die schöne alte grüne-weiße Sicht oder grün-grell-weiß irgendwas. Ansonsten fällt mir irgendwas... Na gut, dann halt so. Fahren wir mal so ein bisschen außen rum. Ich will eigentlich nochmal ein bisschen weiter zu denen rüber. Ich will nur gucken, dass wir das Ganze natürlich ein bisschen auf deren Punkte verlagern, den Kampf, damit wir einigermaßen unsere Punkte safe haben, die wir brauchen, um zu gewinnen. Ah, den kriegen wir doch. Zack, da haben wir ihn getroffen. Oh, den können wir ihm ein, zwei Dinger drücken. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie ich den dann tatsächlich abziehe, aber es sah jetzt nicht so großartig aus. Oh, da will er auf uns schießen. Da kann er knicken. Wir fahren nämlich stattdessen hier mal zu dem Punkt ran und werden versuchen, die Flagge einzunehmen. Oh, da oben sind sie schon. Oh, Gott. Zack, nee, auch nicht. Schade, schade, schade. Wir werden vielleicht... Ach. Auch noch gesprengt. Ah, die waren halt sehr, sehr einsam. Da war schon klar, dass vielleicht... Oh Gott, irgendwas da passiert. Ich sehe schon, die anderen werden hier auch von unserem Team da weggeheizelt. Also ich glaube, so weit kommen wir nicht. Ja, da wäre sie jetzt. Jetzt müsste ich eigentlich mein Versprechen... Ja, komm, machen wir's. Machen wir's. Hab's gesagt. Spielen wir sie einmal. Mal gucken, wie es läuft. Ich weiß zum Glück einigermaßen, wie sie funktioniert. Also ich bin wahrscheinlich jetzt nicht der beste Spieler damit. Also da fehlt mir einfach definitiv die Übung. Aber ich weiß, wie sie ungefähr funktioniert. Schon. Das ist schön, wenn die alle sich bei A taumeln. Nee, B ist sogar, glaube ich, noch geiler. Ja, B. Wir versuchen wir es gleich nochmal. Streuse mal ein bisschen rüber. Ich weiß, ich muss langsamer schießen zwischen... Also pausen lassen, damit ich präziser schieße. Oh, da könnten wir. Aber irgendwie, glaube ich, halt... Ich meine, man ist hiermit auch irgendwie so ein gewisses Feuerwerkobjekt. Sprich, ja, es dauert in der Regel nie lange, bis man wirklich gekillt wird. Und ich habe keinen Bock, das Ding bis in unsere eigene Base zu fahren. Geschweige denn... ich das auch nicht wirklich gut finde, weil dann ist man irgendwann gezwungen, im Endeffekt die Base zu beschämen. Ja, haben wir einen. Und deswegen, wir bleiben einfach mal hier. Hier haben wir einen schönen Überblick. Hier können wir schön weit schießen. Das passt schon. Ah, nee, da. Okay. Wir versuchen es mal ein bisschen jetzt kontrollierter. Beschädigt. Wow, yeah, sogar ein direkter Treffer. 25 Schaden macht das Ding. Ich meine, es sind super riesen Raketen, die wir verschießen, ne? Prinzipiell müsste der wahrscheinlich bei einem Treffer down sein, aber das wäre zu heftig. Das sehe ich auch irgendwo ein. Mal da. Das ist doch sicher ein Sniper. Den holen wir uns. Der müsste tot sein. Die drei nimmt er nicht. Yeah, wir haben ihn. Jetzt gucken wir mal den auch noch. Nö.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon zwei Leute gekillt. Insofern, ja, ne? Ja. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie effektiv... Oh, das sind zwei auf einmal. Komm schon. Schieß schon, Dude! Lad! D! Nach! Okay, das müsste reichen. Jetzt schießen wir mal auf den da vorne. Zack, bam! Einen haben wir. Noch ein, nice! Und wir haben sogar noch ein Fahrzeug anscheinend ziemlich gut beschädigt. Na gut, okay, da sind noch welche. Komm, lad nach, vielleicht können wir die Anti-Air beschießen. Ja, komm, die nehmen wir uns nochmal vor. Ein Treffer, zwei Treffer, 44 Schaden hat's. Oh, ach je. Ja, damit habe ich schon irgendwie gerechnet. Aber ein bisschen was haben wir immerhin in Sachen Schaden gemacht. Und wir haben uns damals sogar auf Platz 2 hochgespielt. Das ist ja schon mal jetzt gar nicht so schlecht. Und ihr habt mal was anderes gesehen. Oh, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Komm, dann drücken wir noch einen, aber der ist, glaube ich, schon down. Ja, ich weiß nicht, was ich da getroffen habe, aber ich glaube nicht den Heli. So, dann schauen wir mal. Ach, sieht das schön aus hier gerade. Sieht das schön aus. Mensch, das Spiel kann es immer noch aufnehmen mit allen anderen. Wenn es so... ein bisschen zu lange gebraucht, aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Darauf kommt es an. Mit allen Spielen, die eigentlich jetzt mittlerweile so rausgekommen sind, finde ich, kann es grafisch gesehen immer noch so gut mithalten. Und sieht in der Regel noch besser aus als Spiele, die jetzt rauskommen. Oh Gott. Da haben wir Scheiße im Spiel. Da haben wir Scheiße im Spiel. Ah, die JS2. Das wäre auch nochmal so eine Waffe, die ich versuchen will. Die habe ich früher schon mal versucht, aber das ist jetzt auch schon eine gute Weile her. Da hat mir die eigentlich gefallen. Ich würde sie, glaube ich, ja, sie wäre nochmal interessanter, wenn sie ein paar Kugeln mehr hätte. Weil die gefühlt sehr schwach ist, auch für die Waffenklasse. Und deswegen wären da so ein paar Kugeln extra ganz geil. Oh. Aber da war ja eh schon dieses Ding, dass die ja, glaube ich, zu viel Kugeln angezeigt hatte im Menü. Da stand ja, glaube ich, irgendwas mit 44 Kugeln, aber die hat eigentlich nur 30 gehabt und hatte auch wirklich nur 30. Das heißt, da haben sie endlich ein bisschen jetzt so umgescriptet in dem Hauptmenü, dass sie jetzt auch wirklich die Munitionsgröße hat, die sie auch wirklich hat. Und da können wir doch nochmal hin, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Komm, ja, nee, können wir nicht. Wollen wir nicht, da können wir, okay. Wo ist die Pfeife von ihm? Wo ist die Pfeife? Die holen wir uns noch. Die holen wir uns noch. Zack, den Punkt haben wir. Der muss da hinten sicher noch irgendwo chillen. Da ist er. Da ist er. Komm, komm, komm. Zack, 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 zack. Da haben wir ihn. Ja, die fühlt sich schön an. Wenn sie so gefühlt ein bisschen... Oh Gott, oh Gott. Oh, da haben wir schön nochmal rumgeschossen. Aber er ist tot. Wenn sie ein bisschen mehr Schaden machen würde, dann fände ich, glaube ich, die G36 richtig geil. Oh, komm. Nutzen wir die Gelegenheit. Also manchmal, naja gut, ich meine, es ist nicht mein Visier mit dem Cobra-Visier. Ich finde das Cobra-Visier durch diese T-Stellung zwingt das Cobra-Visier einen immer ein bisschen mehr auf den Oberkörper bzw. den Kopf zu schießen. Und das hier mit dem Holo noch nicht ganz so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich das ändert, wenn ich hier für ein Cobra-Visier habe. Soweit will ich die noch spielen. Also ich will sie schon so spielen, dass ich sie wirklich so skillen kann, wie ich sie gerne hätte. Mit den ganzen Aufsätzen und so weiter. Und dann mal gucken, sage ich mal ganz ehrlich. Vielleicht ist sie ja dann noch ein bisschen besser. Also höchstwahrscheinlich, wenn alles andere wäre scheiße. Oh Gott, nee, nicht. Oh Gott, der ist tot. Das heißt, da ist noch einer. Komm schon. Ach, und nein, von da hinten. Alter, ist da hinten schon alles kaputt gemacht. Mensch, die dünnen ja hier richtig den Wald aus. Das kann es ja auch nicht sein. Leute, ja, denkt doch an die Umwelt. Oh, ich glaube, hier bleiben wir nicht lange drin. Können wir versuchen, noch ein bisschen zu heilen. Aber ich glaube, das machen wir nicht lange. Das machen wir nicht lange. Noch eins tiefer. So. Scheint hier echt keiner zu sein gerade. Wir halten auch die mittleren Punkte immer noch. Aber so ein paar Tote gibt es hier schon. Also wir schauen mal, aber ich sehe eigentlich nicht wirklich was. Gucken wir mal hier rein. Auch nichts. Na gut. Okay. Da hinten ist ein Panzer. Oh, den beschießen wir mal eine Runde mit. Ach, der ist schon down. Schade, schade. Der war so schön angeschlagen, das hätte auch unser letzter, unser Kill sein können und so weiter und so fort. Okay. Da hinten sind irgendwelche, da gucken wir mal kurz nach. Und wenn ich ungern in die Richtung hier abhaue, weil... Oh Gott, der Killer noch... Oh, oh Gott, scheiße. Ah, ne? Ich meine, wir haben ihn gekillt. Okay, konzentrieren wir uns einfach darauf. Also ganz ist es noch nicht meins. Aber ich glaube, das liegt eher am Visier als an allem anderen. Weil ohne Visier habe ich sie am Anfang gespielt und da hat sie mir auch besser gefallen als mit dem Holo-Side. Also das Holo-Visier geht meiner Meinung nach eigentlich fast nur bei Waffen, so wie die Scar, die könnte das vertragen. Oder so eine SKS oder so. Ja, oh Gott, die könnten das alle vertragen, aber nicht ein Karabiner. Also jedenfalls, so wie ich spiele, habe ich so das Gefühl. Mal gucken, vielleicht gehen wir auch nochmal weg von der. Das ist halt alles so ein bisschen immer Gefühlssache. Deswegen versprecht euch da auch nicht irgendwie allzu viel, so jetzt konstante Waffenauswahl, sondern da wird immer sich ein bisschen auch irgendwas durchstreuseln.
Mal gucken. So, jetzt fahren wir hier ganz straight einfach durch. Arriba! Hat sogar einigermaßen geklappt. Nice. Und zack. Na gut, der Punkt wurde schon. Na, dann fahren wir einfach mal weiter. Hier sind 100 pro noch irgendwie Leute im Hinterland. Aber das ist egal. Wir fahren jetzt erstmal. Bei 800 Tickets kann man sich auch nicht unbedingt erlauben. Hallo, wer bist denn du? Den Hammer. Da kann man sich nicht unbedingt erlauben, die ganze Zeit irgendwie an einem Punkt zu campen, nur weil da irgendwie einer mal ein Spawn weggelegt hat. Das ist halt alles immer so ein bisschen schwierig, wie man es halt abwägt. Weil prinzipiell andersrum mache ich das natürlich auch ganz gerne und ist manchmal auch ziemlich effektiv. Aber es ist eigentlich auch nur dann wirklich effektiv, wenn man so einen hinteren Punkt immer wieder angreift, wenn man es schafft, dort halt viele Leute zu, ja, binden, ne? Weil dann halt in der Regel nun mal viele Leute an der Hauptfront. Oh, schön, die Heilen fehlen. Schön, schön, schön. Oh, der kassiert aber, der kassiert. Wow, oh, aber wir heilen ihn gut hoch. Alter, bleib stehen. Oh, jetzt hat er wieder einen Schuss gekriegt. Alter, wieso denn? Na gut, dann halt nicht. Okay, doch, ein bisschen heilen. Nee, doch, jetzt. Okay, jetzt, ja. Na gut, okay. Er wäre mal einfach zurückgefahren. Also wir hätten das Ding durchaus retten können. Ich habe ihn gut hochgeheilt eigentlich. Aber gut, wir beschweren uns nicht. Wir machen einfach mal weiter. Wir gucken mal wieder außen. Nee, dann nicht. Oben. Schießen ja mal ganz gerne von oben hier runter. Das ist ja immer so die Standardmethode. Auf allen Maps werden die Punkte gesucht, wo man von oben irgendwo runter schießen kann. Aber das ist ja okay. Oh, guck mal, den können wir. Nein, ey, bleib doch stehen. Ich würde dich doch heilen, Dude. Na gut, lauf mal. Ey, guckt euch das an, was hier alles schon leer ist. Das ist ja echt heftig. Das sieht ja hier schon mittlerweile fast ganz anders aus. Na gut. Oh, Hallöchen. Du willst doch einen Panzer angreifen. Kannst du knicken. So. Das war natürlich jetzt echt hardcore auf den Oberflug. Oh, sogar immerhin hier Killhilfe. Ist okay, damit kann ich leben. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Vielleicht schaffen wir es sogar, den Punkt einzunehmen. Aber ich glaube, hier wird es so hardcore von anderen wimmeln, also von den Gegnern. Oh, Nate. Komm schon, komm schon. Nicht getroffen und ach, gestorben. So eine Scheiße. Wir haben hier sogar einen Header verpasst. Aber gefühlt treffe ich relativ selten den Kopf bis jetzt noch mit der Gun. Aber wie gesagt, ich glaube, das liegt an dem Cobra-Visier. Also an dem nicht vorhandenen Cobra-Visier. Weil daran habe ich mich mittlerweile so sehr gewöhnt, dass ich auch merke, bei allen neuen Waffen, sobald ich eigentlich das Cobra-Visier habe, bin ich damit in der Regel dann nochmal ein bisschen besser. Da merkt man halt dann so ein bisschen die Gewöhnung. Ey, wo sind sie denn alle? Ist hier niemand? Will hier niemand? Trinken noch Action? Oh doch, da will noch jemand. Da will noch jemand. Okay. Oh, Kacke. Hat er uns sogar gekillt, aber da waren noch ein paar andere. Selbst hätten wir bekommen, wäre es das, glaube ich, gewesen. Aber da hier so in der Situation ist manchmal gut. Das ist jetzt natürlich schwierig. Die hat natürlich auch ja, andere. Aber die M-Tar, glaube ich, wäre gerade besser gekommen. Zum Beispiel. Aber die M-Tar ist meiner Meinung nach auch sehr stark für die Karabiner. Also ich habe jetzt fast alle Karabiner irgendwo auch mal gespielt. Es gibt welche, die sind gut. Aber die M-Tar ist meiner Meinung nach mit Abstand die beste. Wo man. Oh Gott. Alter, der will nur sprengen. Das kann's knicken. Wo ist er? Da ist er. Das. Ja, da haben wir ihn noch. Jetzt schnell verstecken. Und nein. Oh Gott, der war schon hinter uns. Kann ja natürlich aber nur sein, dass die Ämter im Endeffekt mir nur sehr gut liegt und deswegen mir so sehr gut vorkommt. Obwohl ich das eigentlich nicht glaube. Also, ich tippe mal drauf, dass wir uns alle einig sind, dass die Ämter eine sehr, sehr starke, sehr, sehr starker Karabiner ist. Mal rüber. Na, komm schon. Na, vielleicht kriegen wir welche. Nee, ich sehe keine. Fliegen wir mal weiter. Ja, wohin geht's denn jetzt eigentlich hier so langsam? Keine Ahnung. Oh, die haben die Mittelpunkte zum Teil eingenommen. Vielleicht sollten wir da eine Runde weitermachen. Na, wir gucken mal nach hinten. Vielleicht können wir ja auch hinten den Leuten, weil ich sehe da gerade einen Squad-Atzen von uns. Vielleicht können wir dem ja ein bisschen helfen. Nee, falsche Gun. Immer noch falsche Gun. Ey, jetzt. Wo ist er? Kann ich dem denn nichts abziehen? Vielleicht saß da keiner. Oh, wir müssen weg. Das nannte er. Ja, guck mal, da kriegen wir gleich den nächsten Jeep. Ähnliches. Yay. Und fahr an. Oh, der ist ja hinten schon offen. Da fehlt ja schon die Hälfte. Oh. Ja. Ja. Das sah ja fast abgesprochen aus. Also wirklich, jemand da so um die Ecke kommt, du Batz. Aber wir sind auf Platz 3. Oh, das ist ja gar nicht schlecht. Das ist ja ganz schlecht. Das passt schon. Ich meine, dafür, dass ich neue Waffen und so weiter auswähle, muss ich sagen, ja, bin ich damit eigentlich doch zufrieden. Oh, nee. Dude. Den können wir da nicht einfach allein lassen. Wir müssen hier hin. Wo ich glaube, das war nur der eine. Na gut, laufen wir mal anders lang. Da oben habe ich was gesehen.
Da ist doch... Oh Gott, nicht. Tötet mich nicht. Nee, der ist... Fortschritt vor wem? Ah, hört doch auf, hier reinzulabern. Vor allen Dingen dann nicht mal auf Englisch. Das ist doch immer so, was soll das? Ich laber hier doch nicht... Oh, okay. Ich laber hier doch nicht auf Deutsch einfach rein. Das bringt's doch auch nicht. Aber gut, widmen wir uns einfach mal wieder... Hallöchen. Ah, das war aber doof, hä? Widmen wir uns natürlich erstmal wieder hier diesen mittleren Punkten, weil wenn sie die jetzt schon wieder eingenommen haben, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das heißt erstmal schön... Guck mal, Hallöchen. Och, yeah. Alter, haben wir lange gebraucht dafür. Mensch. Er wird sich auch denken, was ein Noob. Und das stimmt sogar mit der Waffe. Jedenfalls fühlt es sich irgendwie so an, obwohl wir... Ich müsste mal sich jetzt mal anschauen, aber wo ich gefühlt ihn recht gut getroffen habe. Nur so verteilt halt und so, ne? Aber trotzdem. Also war halt kein Header dabei. Sondern die MP7... Das ist super. Oh, guck mal hier. Nehmen wir den mal mit. Ja, die fliegt schön. Was macht sie? Ja, hallo. Und da ist es auch schon vorbei. Mensch, da gibt es nochmal eine schöne Nate am Ende. Schöner Abschluss. Ja, zum Beispiel die MP7, da ist das Ding, die ist ja auch super schwach eigentlich. Aber dadurch, dass ich mit der relativ häufig den Kopf treffe, also wahrscheinlich auch nur jeden 5., 6., 7. Schuss, aber ist egal, bei der Frequenz und Munitionsgröße, töte ich die wiederum relativ schnell und gefühlt schneller als mit einem Karabiner hier. Und das kann es irgendwie nicht sein. Aber wie gesagt, wir werden mal ein bisschen noch da dranbleiben, versuchen uns das Cobra-Visier zu besorgen. Und vielleicht sieht das ja dann auch schon ein bisschen anders aus. Also dann, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.